Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. Wir sprechen heute über Not-So-Basic-Bitch-Paletten und wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann bleibt unbedingt dran und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, hi, schön, dass ihr mich gefunden habt. Hier geht es um Make-up, um farbenfrohes Make-up, außergewöhnliches Make-up, aber vor allen Dingen spreche ich über Indie-Brands, die meine große Leidenschaft sind. Und nicht jeder deutschsprachige Kanal berichtet über diese Brands. Und wenn euch das also interessiert, dann lasst mir doch gleich ein Abo da. Ich lade mehrere Videos die Woche hoch und nach dem Intro starten wir direkt ins Video. Hallo, mein Lippenherpes ist fast weg. Ich habe heute so einen geilen Look auf den Augen. Ich feiere den total. Die Palette, die ich dafür verwendet habe, die befindet sich auch in meinem, na, ein Ranking ist es nicht, aber in meiner Liste von Not-So-Basic-Bitch-Paletten. Was meine ich eigentlich damit? Und zwar möchten wir ja alle irgendwie ein schönes, unkompliziertes Make-up tragen, also auf den Augen. Wir reden hier heute über Lidschattenpaletten. Was trotzdem irgendwie so einen Twist hat. Jedenfalls geht es mir so. Und falls ihr sowas noch nicht ausprobiert habt, dann habe ich hier ein paar viele Paletten, die vielleicht interessant sein könnten für euch, die ihr vielleicht sogar auch in eurer Sammlung habt, die ihr nach meinem Video vielleicht nochmal mit einem anderen Auge betrachtet. Das sind alles Paletten, die ich eher als neutralere, alltagstauglichere Paletten einordnen würde, aber die haben immer noch sowas ganz Besonderes. Entweder ein Pop-of-Color, irgendeinen besonderen Duochrom drin. Aber ich quatsch nicht lange, ich zeige euch die einfach mal. Und ich glaube, am Ende des Videos versteht ihr dann auch, was ich eigentlich damit meine. Eine alltagstaugliche Palette, die ihr vielleicht habt, ist die Nabla Cutie Analog Palette. Ich habe euch die schon ein paar Mal gezeigt. Und zwar ist das so ein Sixpan, das so in der braun-rötlichen bzw. braun aprikotfarbenen Richtung eingeordnet werden kann. Und besonders schön an diesen Nabla Cutie 6 Pens ist für mich einfach, dass wir häufig ein Cream to Powder dabei haben. Das ist dieses wunderschöne dunkle Braun hier. Bedeutet, also das Braun ist ja sowieso schon sehr, sehr dunkel. Wir können aber damit so eine dramatische Tiefe kreieren, indem wir quasi diesen Cream-to-Powder-Shadow im äußeren Winkel auftragen und vielleicht nochmal mit so einem Puder-Lidschatten drüber gehen, wo du die halt richtig gut aufeinander aufbauen kannst. Was hier diese Basic-Bitch-Palette auf das nächste Level hebt, dass es eben nicht mehr so ganz basic ist, ist wirklich dieser wunderschöne, oh Gott, Leute, die sind so weich, wunderschön. Und zwar ist das so ein ganz, ganz wunderschöner Duochrom. Seht ihr das, wenn man so direkt drauf schaut, ist es so ein warmes Gold und wenn ihr es kippt, flippt es zu so einem Pink-Aprikot. So eine geile, unerwartete Farbe in dieser Palette und dadurch wird sie einfach nochmal zu etwas ganz Besonderem. Und auch dieses Braun hat es in sich. Denn dieses Braun changiert auch so ein kleines bisschen. Wir haben grünliche, rötliche Anteile in diesem Braun. Das hier ist ein ganz normaler, sehr schöner, heller Goldton. Also die Cutie Analog Palette, die hat es wirklich in sich. Damit könnt ihr quasi im Büro oder in eurem Alltagsjob, in eurem Alltagsleben doch nochmal so was bisschen Besonderes mit diesem extra Pfiff auf euer Auge bringen, was dazu führen könnte, dass Leute sagen so, oh mein Gott, Dein Make-up sieht heute ganz besonders toll aus. Was hast du anders gemacht? Und dann könnte es vielleicht an so einem tollen Duochrom-schiftigen Lidschatten liegen. Aber auf jeden Fall ist das hier wirklich eine Palette, die mehr zu bieten hat, als man vielleicht auf den ersten Blick sehen könnte. Ein bisschen teurer wird es jetzt mit Pat McGrath und zwar mit der Bronze Bliss Palette. Die hatte ich ja euch schon gezeigt, die ist im Januar bzw. im Dezember bei mir eingezogen, war ein Geschenk. Und diese Palette hat es besonders in sich. Wir haben hier zwar nur einen matten Ton, der sehr dunkel ist. Ich swatch euch den mal. Das ist auch eine ganz wunderbare Qualität. Also echt der Wahnsinn. Ich swatch euch den mal. Der ist zwar ziemlich dunkel, aber was ich bei Pat McGrath sehr, sehr schön finde, ist, dass man die Farben entweder extrem dünn auftragen kann, sodass eben dieser braune Anteil, denn es ist nicht wirklich ein Schwarz, ne? Dieser bräunliche Anteil in dem matten Ton eben mehr zum Vorschein kommt, indem man ihn ganz dünn aufträgt und dann auch schön verblendet und das Pigment da drin lässt das eben zu, ne?
Was die Palette für mich so besonders macht, also eine Alltagspalette, eine Not-So-Basic-Bitch-Palette, sind eben die Schimmertöne. Vor allen Dingen dieser Ton hier, der hat das auch wirklich in sich. Mein Gott, die sind so cremig und so hoch foliert. Aber schaut euch doch mal an, wie das sparkelt, wie das blendet einen doch richtig. Und das ist so der Punkt, an dem ich finde, wo sie von einer Basic-Bitch-Palette zu einer doch außergewöhnlichen Palette ja einfach höher gerankt werden muss. Ich finde sie auch sehr vielfältig, ja. Wir haben hier so ein schönes rötliches, warmes Braun. Dann haben wir hier so was Kupfriges, dann dieses extrem helle, scheinige Silber, was aber auch eher einen leicht bräunlichen Einschlag hat. Und hier so einen ganz tollen, wunderschönen Champagnerton. Also was soll ich über so ein 5-Pen so viel sagen? Man kann natürlich viele Worte verlieren, aber das ist auch wirklich eine ganz besondere Alltagspalette, die eben nicht ganz so vorhersehbar ist und wo vielleicht Leute euch auch fragen, so, wow, dein Make-up sieht heute flawless aus, richtig, richtig geil, dann könnt ihr sagen, ja, Pat McGrath hat mir meinen Look aufs nächste Level gehoben. Auch eine total unterschätzte Palette meiner Meinung nach ist die Natasha Denona Mini Gold Palette. Das ist eine, die zu meiner Augenfarbe sehr, sehr gut passt. Ich kriege immer wieder krasse Komplimente dafür, wenn ich diese Color Story trage. Aber ich finde halt auch wirklich, man könnte denken, dass die vielleicht doch zu dunkel ist für den Alltag. Aber die matten Töne, auch hier wie bei Pat McGrath, wenn ihr Natasha Denona kennt von der Qualität her, dann wisst ihr, dass die eben von der Pigmentierung her alles zulassen von, ich blende das ganz doll aus, bis nur noch so ein Hauch von Farbe auf dem Augenlid ist, bis zu, ich kann es extrem aufbauen, gepaart mit diesem dunklen, etwas cremigeren Schimmer-Lidschatten kann man es nochmal auf ein ganz anderes Drama-Level bringen. Aber der Star der Show ist natürlich dieser grünstichige Goldton. Der ist nun wirklich ganz besonders. Den trage ich auch eigentlich jedes Mal, wenn ich diese Palette trage. Und auch der ist eben sowas ganz Besonderes. Ne? Seht ihr, was ich meine? Der shiftet so ins leicht Grünliche hinein und der hat so einen krassen Sparkle. Und also ja, es ist eine etwas dunklere Color Story, aber auch da, es ist wirklich eine, ja, meiner Meinung nach nicht so gehypte Palette, wie sie eigentlich sein könnte. Und falls ihr sie in eurer Sammlung habt und immer so ein bisschen, ja, ich greife lieber zu was anderem. Ja, die Mini Gold ist cute, aber irgendwie greife ich zu was anderem. Nein, nehmt sie euch mal wirklich vor, gebt ihr eine Chance, die sie verdient hat, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Also die ist wirklich, ja, die ist wirklich etwas ganz Besonderes und ich kriege immer wieder Komplimente, wenn ich die trage. Also es ist wirklich so ein richtiger Crowdpleaser, könnte man sagen, in meiner Sammlung. Eine besonders schöne, twistige Lidschattenpalette aus der K-Beauty-Reihe ist Better Carotene von Peripera. Und zwar ist das eher eine Color Story für diejenigen von euch, die es wirklich heller mögen. Ihr seht, wir haben hier wirklich ziemlich helle Farben. Die Pigmentierung ist solide, aber also dunkler als das wird es auch nicht. Ja? Also ihr kriegt das, was ihr seht. Was die Palette für mich auf ein nächstes Level hebt, ist vor allen Dingen dieser Schimmerton hier. Der war früher mal marmoriert. Ich weiß nicht, ob ein bisschen kann man es noch erkennen. Und der ist auch so, oh, Leute, der ist auch so super duper weich, so, so schön. Und der macht auch so einen tollen Sparkle. Der ist so ganz fein gemahlende, perlige Schimmerpigmente sind hier drin und der ist so subtil, so wunderschön, doch gleichzeitig, also wirklich ein Träumchen. Wir haben hier einen Glitter drin und ihr wisst ja, von Glitter halte ich nicht wirklich viel, aber dieser Glitter ist auch irgendwie nochmal was ganz anderes, ja, also den auch so auf den Lid raufgetupft. Ist der einzige Glitter, den ich tatsächlich regelmäßig mal benutze und der ist so, so schön und in Kombination mit dieser wunderschönen beige bis ja, rötlich-braunen, so im mittleren Farbspektrum von der Tiefe her angesiedelten Color Story ist sie wirklich etwas ganz Besonderes und die gibt es immer wieder im Angebot. Hier auch nochmal ein kurzer Hinweis, es gibt einen Rabattcode für YesStyle, den ich quasi mir selber generiert habe. Ich bekomme ein kleines bisschen Kickback in Form von Store Credit und kann dann neue Produkte für euch
kaufen und testen. Und Peripera gibt es bei YesStyle wirklich super easy zu bekommen. Und ja, ich bin ein super Fan und die durfte jetzt auch eigentlich gar nicht fehlen bei diesen Not-So-Basic-Bitch-Paletten. Vor allen Dingen eben wegen dieser, einmal diesen Glitzerton hier und einmal diesen wunderschönen, leichten, perligen Ton, der so das Augenlid einfach wirklich so schön erhält, dass man das Gefühl hat, dass man trotz wenig Make-up, das man auf den Augen trägt, doch etwas ganz Besonderes gezaubert hat. Ich glaube, ich sollte mich beeilen. Also wir machen weiter mit Geology Cosmetics. Wisst ihr, eigentlich sollte ich mich beeilen, weil so ein Video ja eigentlich nicht immer so ewig lang sein muss. Aber ich habe so viele schöne Sachen über die ganzen Produkte zu sagen. Geology Cosmetics ist eine australische Indie-Brand. So sieht das, also Packaging 10 von 10. Das ist die Color Story, auch so wunderschön. Ich habe hier mittlerweile ein bisschen Hardpan bekommen in diesen beiden Schimmertönen. Nichtsdestotrotz sind sie wunderschön. Ich denke, das Hardpan kann ich ziemlich einfach wegbekommen. Da gibt es ja so Tricks und Kniffe. Ganz besonders ist eben diese Farbe hier, Starry Sky. Und mir fällt jetzt gerade auf, dass alle Special Shades, die ich jetzt in diesem Video geswatcht habe, alle eine ähnliche Textur haben. Alle so super weich sind, super soft, einen hohen Bindeanteil. Ich werde mal demnächst, die liebe Bella hat mich auf die Idee gebracht, ich werde demnächst mal ein Video dazu machen, welche Texturen sich ähneln. Also das ist der Starry Sky hier aus der Pilbara Palette. Auch wieder ein wunderschöner Eyecatcher. Wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, eine grünlich-bräunliche, eine ziemlich neutrale, wenig auffallende Color Story für den Look zu benutzen. Wir können es aber auch richtig dramatisch machen. Auch hier haben wir, ich kann den jetzt nicht swatchen, weil der einfach wirklich Hardpan hat, aber ich habe es vorhin gemacht, der kommt so ein kleines bisschen an den hier ran von Nabla aus der Analog Palette, aber der ist nicht ganz so schimmerig. Der ist eher von der Formulierung her wie so ein klassischer metallischer Ton, so, also hat nicht so einen hochfolierten Effekt, aber hat auch so einen leichten Aprikot-goldenen Flex drin. Und hier auch Spinefex hat auch so eine Art bräunliche Base mit einem grünen Flip drin, also auch wunderschön. Und ich freue mich ja schon ganz doll auf die nächste Palette von Geology Cosmetics, die wird ja Wheat Belt heißen. Sie sind jetzt irgendwie gerade so ein bisschen davon abgekommen, immer mehr zu revealen von ihrem neuen Produkt. Vielleicht gibt es irgendwelche Verzögerungen im Produktionsablauf. Auf jeden Fall wollte ich die unbedingt zeigen, weil sie wirklich meiner Meinung nach etwas ganz Besonderes hat. Alleine schon durch diesen qualitativ hochwertigen Starry Sky Topper Shade, der hier drin ist, der von grün zu blau flext, fast eine farblose Base hat. Also wirklich ein absolutes Träumchen. Nicht leicht zu bekommen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. So, ich habe jetzt von mittelpreisig bis hochpreisig von Drugstore über totale Indie-Brand, die wir gar nicht mehr so leicht bekommen. Alles noch mit dabei. Ich überlege jetzt tatsächlich, wo ich weitermache. Ich mache, glaube ich, nochmal mit Natasha Denona weiter. Und zwar die Glam-Palette. Ich muss euch wirklich sagen, es ist zwar ein One-Trick-Pony, aber wenn ihr eine zuverlässige, wunderschöne, alltagstaugliche Basic-Bitch, Not-So-Basic-Bitch-Palette haben wollt, seid ihr mit der Glam-Palette wirklich sehr, sehr gut beraten. Ihr bekommt, was ihr seht. Ja, in Natasha Denona-Qualität eine kühl bis neutral anrüchige, anmutende Palette mit ja, eher dunkleren Schimmertönen, aber mit ganz, ganz großartiger Qualität. Also ich habe das schon in mehreren Videos gesagt, mit dieser Palette kann nichts schiefgehen. Also wirklich, es kann einfach nichts schiefgehen. Meiner Meinung nach eine super beginnerfreundliche Palette, auf die ihr euch verlassen könnt. Das hier ist eure beste Freundin. Wenn gerade euer Freund, eure Freundin mit euch Schluss gemacht habt, ihr wollt euch ausheulen mitten in der Nacht oder vielleicht sogar mit einem Liter Eimer Eis vor der Tür eurer besten Freundin, die macht euch immer auf, ja? Die macht euch immer auf, die geht immer ans Telefon, das ist diese Freundin. Und deswegen, finde ich, gehört sie hier doch irgendwo rein, weil wir eben, das, was hier nicht so basic bitchig dran ist, ist einfach, dass wir diese ganz großartige Natasha Denona-Qualität haben und diese wunderschönen, ich würde wirklich sagen, für
alle Hauttöne, für alle Altersklassen geeignete Color Story. Also das ist wirklich so ein universelles Multitalent. Also wenn ihr sie habt, holt sie mal wieder raus, spielt mit ihr. Sie freut sich, denn sie ist eure zuverlässigste Freundin in eurer ganzen Sammlung. Ich verspreche es euch. Welche Palette auch nochmal so Next Level ist und trotzdem so super alltagstauglich, ist die Nouveau Palette von Anastasia Beverly Hills. Und diesmal habe ich es auch richtig gesagt. Wie oft musste ich rausschneiden, dass ich einfach behauptet habe, das ist eine Palette von Natasha Denona, ist es nicht. Diesmal muss ich es nicht rausschneiden. Und wir haben hier auch so eine geile, vielseitig anwendbare, meiner Meinung nach total unterschätzte Color Story. Alleine schon für diesen Pop-Off Pastell-Lila, der wirklich reinhaut. Die Pigmentierung dieser Farbe ist wirklich absolut genial. Über diese tollen, zuverlässigen Rosé-Aprikot-Töne. Wir haben grüne Anteile drin. Die Farbe hier, die wird so dunkel, da könnt ihr so richtig Drama machen. Da könnt ihr euren Wimpernkranz mit tightlinen, könnt ihr unten tightlinen. Also da könnt ihr richtig viel mitmachen. Dann haben wir hier diese coole Farbe. Oh mein Gott, die Qualität ist der Wahnsinn. So weich. Also ich bin jedes Mal immer wieder erstaunt. Wir haben hier Peacock. Und Peacock ist auch so ein Duochrom mit einer braunen, flaumigen Base und einem teeligen Shift. Was ist Türkis? Genau, Petrol-Shift drin. Also wunderschön. Die Textur ist der Wahnsinn. Wir haben hier so ein ganz klassisches, erinnert mich schon fast an die, so ein bisschen an die Pat McGrath Palette, die ich euch gezeigt habe, die Bronze Bliss, die ist auch so, das ist auch so ein bisschen, matt ist es ja nicht, aber wie so ein angelaufenes Gold. Wir können aber auch wunderschön hier in diese rosane, verträumte, sehr weiblich konnotierte Richtung gehen mit diesen Schimmertönen. Also wirklich, und schaut euch doch mal an, was das hier für eine Pigmentierung ist. Wie weich das ist, da kann ich so viel swatchen. Also so wunderschön. Ich bereue es überhaupt nicht, dass ich diese Palette gekauft habe. Ich muss sie viel, viel öfter tragen. Ich glaube, die packe ich mir mal auch in mein März-Ranking rein. Da habe ich jetzt ja schon einige Paletten drin, aber ich habe so Bock, die jetzt gerade zu tragen. Die macht mich einfach glücklich, wenn ich die sehe, und alleine schon für diesen lila Ton. Damit hebt ihr halt wirklich euren Look auf das nächste Level. Wenn ihr zum Beispiel im Sommer einfach nur das ins Inner Corner macht und so vielleicht diesen pfirsichfarbenen Schimmer aufs bewegliche Augenlid raus aus dem Haus. Ihr seht immer großartig aus, ja? Könnt noch ein bisschen tightlinen. Also wirklich so, so schön. Die Nouveau Palette, also ein absolutes Schmuckstück, was echt nicht so basic bitchig ist, wie man vielleicht denken würde. Mal weiter mit der Drogeriemarke. Dort würde ich sie einordnen, und zwar Colourpop. Natürlich ist es nicht so einfach, an Colourpop ranzukommen, aber ich liebe die Set-in-Stone Palette. Die ist so, so cool. Ich habe erstaunlich viele Looks letztes Jahr mit dieser Palette geschminkt. Das ist wohl wirklich, glaube ich, die basic bitchigste Palette überhaupt hier in diesem gesamten Video jetzt, denn wir haben hier das, was man sieht, eben Brauntöne. Es sind Brauntöne. Ich mag aber so super gerne die Qualität. Wir haben hier ein Cream Shadow, und ich habe ja sehr faltige Augenlider, und der ist von seiner Formulierung her etwas härter und lässt sich meiner Meinung nach richtig gut in meine faltige Haut auf den Augenlidern wirklich gut einarbeiten. Also der hat bei mir nicht gecreased, im Gegensatz zu denen von der Patrick Tarr Major Dimensions 2 Palette. Die beiden hatte ich ja auch von der Machart miteinander verglichen. Natürlich nicht Color Story wise, aber und da sind ja zwei Cream Shadows drin, und die creasen bei mir auf meinem beweglichen, faltigen Augenlid. Der hier nicht. Und wir haben hier eben wirklich, was ich so schön finde, sind diese ganz klassischen, super formulierten, metallischen Schimmertöne. Ihr kriegt, was ihr hier seht. Das ist auch eine sehr zuverlässige, vielleicht etwas langweiligere, aber tolle Basic Bitch Palette, die nicht ganz so specialig ist, aber ich wollte sie unbedingt zeigen, weil erstmal wollte ich was von Colourpop hier mit drin haben, und sie ist einfach wirklich, viele mögen dieses Format nicht, ich finde das total toll. Die haben auch eine in so roten Tonfarben, die heißt auch Clay It Cool, und da muss ich mich jedes Mal zusammenreißen, dass ich mir die nicht kaufe, weil die finde ich auch richtig toll. Also ich mag das Format wirklich sehr, sehr gerne. Das Video würde ich abschließen mit der Marke, an die wir gerade so, so schlecht rankommen. Und es tut mir leid, dass ich euch immer wieder den Mund sabberig und wässrig rede. Aber wir müssen über Tammy Tanuka aka Sigil Inspired sprechen. Diese Color Stories haben es immer so in sich. Das sind wirklich
die Color Stories, die auf den ersten Blick so, ja, okay, haben wir das nicht schon? Und die Farben sehen sich ja doch ziemlich ähnlich, sind die Abstufungen gut genug? Und dann packt sie immer so eine specialigen Shadows rein, aber ihr wollt jetzt auch gar nicht, dass ich so lange laber, sondern ihr wollt sicherlich auch sehen und hören, welche Paletten ich meine. Ich trage heute auch wieder Tammy Tanuka auf den Augen und dann fangen wir doch einfach mal mit der an, die ich heute jetzt in diesem Monat schon zum dritten Mal trage und die ist so... so vielseitig anwendbar. Und zwar ist das die Flaming Gold. Alle, die ich hier habe, sind in dem Mikrotester-Format. Also das kleinste Format, was sie anbieten. Und das ist diese Palette, die ich hier heute auf den Augen habe. Der absolute Star der Show ist dieser Duochrom, der von Magenta zu Apricot. Vielleicht ist es sogar ein Multichrom. Komm, ich versuche ihn euch mal zu swatchen. Also was heißt, ich versuche es. Das wird mir gelingen. Seht ihr das so? Also wir haben hier den Magenta und dann... Oh, ah, da flippt es ins grünlich-goldene. Also so ein geiler Lidschatten. Ich meine, könnt ihr... kann ich euch das einfangen? Ja, hier, da sieht man es eigentlich ganz gut. So, ja. So, so geil. Und wir haben hier nur... Wir haben hier nur drei matte Töne drin, aber diese drei matten Töne, also diesen aprikotfarbenen, diesen hellgrünen und diesen mittelbräunlichen, der so ins Rotstichige geht. Und soll ich euch mal was sagen? Man würde vielleicht denken, okay, nur drei matte Töne, aber mehr braucht es tatsächlich nicht. Wir können in so viele unterschiedliche Richtungen gehen. Wir haben hier sogar einen richtigen rot-metallischen Ton drin. Also heißt ja auch Flaming Gold, das Ding, ja, und das spiegelt sich auch wirklich in der Color Story wieder. Und also wir haben hier so unterschiedliche Schimmertöne, die dafür sorgen, dass wir mit dieser Color Story, die eigentlich nur drei matte Töne beinhaltet, so viele unterschiedliche Looks schminken können. Ich habe diesen Monat drei Looks mit der Palette geschminkt und wenn ihr, ihr werdet die in meinem Ranking sehen, auch von den Fotos her, man würde eigentlich gar nicht denken, dass es mit der gleichen Palette geschminkt ist. Also wirklich so ein geiles Ding. Okay, ich muss mich kurz fassen, denn ich habe ja hier noch drei. Machen wir weiter, völlig random hier, oh, meine Hose, völlig random rausgegriffen und zwar die Gazelle. Die Gazellenpalette, auch so ein geiles Teil. Auch nur wieder zwei matte Töne. Der hier, der kann richtig, richtig dunkel werden. Der hat so einen schönen olivigen Einschlag. Das ist so ein ganz toller, ja, meinem Hautton sehr ähnlich kommenden Beige-Ton mit einem neutralen Unterton. Und dann haben wir hier diesen, also das ist der Star der Show, ne? Das ist dieser, den habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal bei mir gesehen, dieser lila-farbene mit so einem leichten Goldflip drin. Also überhaupt was ganz Außergewöhnliches, immer die Schimmertöne bei Tammy Tanuka. Auf jeden Fall ist das eine wirklich so, so schöne Alltagspalette, die man auf ein Next Level bringen kann. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, der hat auch wieder so einen grün-rosanen Anteil. Also die Schimmertöne, die in diesen Tammy Tanuka Paletten drin sind, beziehungsweise Sigil Inspired Paletten, die sind so unterschätzt, weil ihr bekommt nicht das, was ihr jetzt auf den ersten Blick seht, ja? Ihr hättet ja auch, glaube ich, auf den ersten Blick gar nicht gesehen, dass dieses Lila hier in so einem, ja, in so auch so einen leichten Goldeinschlag hat, ja? So einen rosa-goldenen Einschlag. Also das ist einfach etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist die Gazelle. Dann möchte ich euch natürlich auch, das ist auch ein Evergreen und wundert euch nicht, die ist richtig hart geliebt, diese Palette. Und zwar ist es die Katzenpalette. Und die hat schon viel mitgemacht, sehr, sehr viel. Mir ist sogar einmal das hier aus dem Fännchen gefallen. Die ist mit mir auf Reisen gewesen. Da musste ich es wieder zurückdrücken. Und der Star der Show ist hier in dem Fall dieses wunderschöne Blau. Und ihr könnt das ganz gut auf der schwarzen Base hier sehen. Das hat so einen grün-goldenen Flip drin. So, so schön. Ach kommt, wir wollen mal nicht so sein. Ich swatch euch den natürlich auch mal. Ich packe euch den hier hin. Also da könnt ihr das sehr, sehr schön sehen, dass das von Gold, von Blau, Eisblau in dieses Goldene geht. So wunderschön. Auch hier wieder nur zwei matte Töne drin, aber was soll ich euch sagen? Ihr seht, wie geliebt sie ist. Einfach ein ganz, ganz tolles Teil. Und eine Palette, mit der ich jetzt abschließen möchte. Die Namen sind immer unheimlich lang. Ist ja eine belarussische Indie-Brand und meine liebe Freundin Bella, die hat mir russisch, also übersetzt mir manchmal russische Liedtexte, beziehungsweise erzählt sie mir, russisch ist eine sehr poetische Sprache, deswegen heißt halt diese Palette auch Lovely Voice of a Humble Bird und das ist eine Color Story, also für die, damit kriegt ihr mich immer. Es ist eine movige, topige
Color Story, wo man auch denken würde, so ist das nicht so ein bisschen redundant? Wir haben hier etwas mehr matte Töne drin. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Also die Hälfte der Töne sind hier matt in der Lidschattenpalette. Auch hier haben wir wieder so einen ganz tollen Duochrom drin mit so einer rosanen Base und einem blauen Flip. Das ist auch ein Duochrom. Der hat auch wieder so eine pflaumenfarbene, oh Gott, Anne, so eine pflaumenfarbene Base und so einen leichten Teal-Shift, hat aber einen größeren Braunanteil, ne? Also wir hatten ja hier, das war ja auch einer von Tammy Tanuka, der hier ist von Anastasia Beverly Hills aus der Nouveau-Palette, ne? Also der, während hier die Base nicht ganz so dunkel ist, ist sie hier eben dunkler und der Flip ins Teelige ist nicht ganz so doll wie hier. Macht das Sinn? Ich glaube, ihr könnt mir noch folgen. Auf jeden Fall liebe ich diese Color Story und wir haben auch hier wieder so einen rosanen Turn, den wir nehmen können. Das ist auch so, das ist so ein ganz klassischer, metallischer Tammy Tanuka Shade, also wirklich so, so großartig. Ich hoffe, was ihr vielleicht auch großartig finden könntet, sind andere Videos von mir. Da kommt ihr hier oben hin. Hier unten lasst ihr mir ein kostenloses Abo da. Ich freue mich, wenn die Community wächst. Habt ihr irgendwelche dieser Basic, Not So Basic Bitch Paletten? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Gibt es Paletten, die ihr mir empfehlen würdet? Ich freue mich immer von euch zu lesen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, passt ihr schön auf euch und eure Mitmenschen auf. Bis dann. Ciao.